So. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo haben wir die Dinger? Marble, Underseed, wo sind die Underseed Bricks? Da oben sind sie. 18 Stück haben wir. Und gerade beiße ich mich in den Arsch, dass das da drüben noch einschmilzt. Hui. Die 30 nochmal retten. Weil die brauchen wir noch für andere Sachen. Unter anderem für den Fußboden hier drin. Und dann können wir erstmal. Ach. Wollen wir jetzt erstmal gucken, wo wir Sand herbekommen, dass wir Fenster einschmelzen können? Ja, wäre besser, ne? Oder nee, warte mal ganz kurz. Ich brauche die so oder so noch. Ja, ich brauche die so oder so noch. Aber ich werde das hier anders machen. Und zwar werde ich das. Hier sind diese Dinger. So, dann geht es jetzt weiter. Und zwar zack, 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 zack. Der konzentrierte Zuschauer wird sich jetzt fragen, Alter, was macht der Idiot jetzt schon wieder da für eine Scheiße? Zu Recht. Das fragst du dich zu Recht, ist auch scheißegal, was ich hier mache. Es ist eigentlich nur Deko. Eigentlich ist es nur Deko und ich frage mich gerade, kann ich damit über... Ach doch, kann ich, kann ich, kann ich. Kann ich machen, okay. Dann hat sich die Frage hier gerade erledigt. Weil es gibt zwischen den Carpenter-Blöcken. Zwischen den Carpenter-Blöcken, wenn die verkleidet sind, und normalen Blöcken gibt es einen farblichen Unterschied. Ein ganz minimal, das ist mir in einer Testmap aufgefallen. Und dementsprechend wäre es scheiße, wenn ich jetzt hier unten das habe, dann das nächste da. Und dann hier oben wieder was anderes. Ja, hier kommt nämlich auch noch was drüber. Und ich werde. Was wollte ich jetzt machen? Nein, hier wollte ich nicht dran. Hier wollte ich dran. Ich werde jetzt einfach mal zusehen, dass das gesamte Holz hier verwurstet wird. Aber vorher muss ich hier die Taschen wieder leer machen. Da war ich doch hier schon richtig. Andesit brauchen wir. Andesit brauchen wir. Marble kommt da rein. Wolle. Ach, da haben wir auch Platz. Gravel kommt da rein. Sandstone. Scheiß auf Sandstone. Ach, guck mal, da hat man noch eine Axt. Ich weiß gar nicht, ob wir die generell. Ach doch, die haben wir die ganze Zeit schon dabei. Jetzt kann ich mal gucken. Den Diamant dahin. Das kommt wieder dahin. Und das machen wir auch mal dahin. Und unsere Hosenausstellung, die machen wir dann woanders hin später. Das dauert aber noch ein bisschen. So, der Scheiß kommt da rein. Haben wir noch anderes? Halt, Pilz ist Lebensmittel. Aber anderes Grünzeug haben wir hier nicht. Ja, das wird ein Spaß, hier die Taschen noch leer zu bekommen. Salzpuder. Salpeter? Veganoption. Salz? Salz ist Salz. Aber Peter dahinter? Salpeter, denke ich, oder? Salpetersäure können wir daraus bestimmt machen. Hoffe ich. Hoffe ich nicht. Ach, keine Ahnung. So, habe ich eine Schippe? Jawohl, ich habe eine Schippe. Dann können wir nämlich hier mal ein bisschen zusehen. Zack, zack. Den Scheiß hier wieder wegmachen und später müssen wir uns so oder so wieder hochbauen. Da werde ich dann, denke ich, einen Kringel drum rumziehen oder so. Was wollte ich jetzt mit dem Holz? Genau, mit dem Holz wollte ich erstmal den da machen. Dann wollte ich den da machen. So, und das sollte hoffentlich... Reicht das? So, 32, 32. Hoffentlich reicht das. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Fehler gemacht. Zack. Jawohl, hier sind die Carpenter-Blöcke. Alter, wie viele. Ich habe einen Fehler gemacht. Ist scheißegal. Carpenter-Blöcke brauchen wir früher oder später noch massenhaft. Und das kann ich euch versprechen, weil ich würde gerne das Dach aus denen machen. Wird es hier schon wieder dunkel oder was? Alter, die Sonne geht schon wieder unter. Verarsch mich doch mal. Warum wird es hier immer nur Nacht? So. Nein, das nicht. Hier drüber kommt das. So. So, so. So, normalerweise hätte das Gebäude nur auf der anderen Seite nur drei Fenster lang sein sollen. Deswegen ist mir das jetzt aufgefallen, dass ich ja Scheiße gebaut habe. Aber ist ja egal. So, jetzt wollen wir mal hier reingucken. Carpen. Ne, Carpt nicht, aber Carpen da. Hier sind sie, die Blöcke. Dafür brauchen wir auch schon wieder Stickies. Verdammt. So. Dafür brauchen wir auch schon wieder Stickies. Wie viele brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 brauchen wir. Also können wir mal gucken, dass wir 18 davon erstellen. Ach komm, Stickies kann man nie... Nee, komm, ich mach nur einen Stack. Ach, vielleicht noch einen zweiten Stack, mal gucken. Komm, nee, Quatsch. So viel brauche ich nicht. Bin ich denn besoffen? 32, dann machen wir den da. Und hier auch nochmal den da. So, da haben wir Blöcke. 12, 16, 20 haben wir jetzt. Naja, besser als gar nichts. So, und euch sammle ich wieder ein. Zack. So, so. Der geneigte Zuschauer fragt sich jetzt mit Sicherheit so langsam, Alter, was macht er da für eine Scheiße? Das seht ihr, wenn es fertig ist. So. Und es wird dunkel, verdammt. Das hier sind nur Deko-Elemente, was ich hier drumrum klatsche. Da ja damals die alten Fachwerkhäuser meistens so aufgebaut waren, dass sie nach oben weg breiter wurden. Dementsprechend können wir hier ein paar Stützpfeiler machen und uns erstmal aufs Ohr hauen. Ja, ja, guten Morgen. Juhu. Och, ein Käffchen können wir jetzt mal vertragen. Wollen wir ein Käffchen trinken? Haben wir Kaffeebohnen hier unten? Nee, haben wir nicht. Aber dann holen wir uns mal frische Kaffeebohnen vom Feld und machen uns ein kleines Käffchen und genießen den Morgen. So, kann man ja auch mal machen. Man muss ja nicht nur am Haus hängen. So. Wie weit ist hier? 3 Stück haben wir rausbekommen, also 6 Stück insgesamt. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Juhu. Zack. Oh, schön wird es hier langsam mit dem Weizenfeld, jetzt wo hier langsam alles reif wird nach und nach. Sehr schön. Dann können wir hier langsam mal ordentlich Lebensmittel machen und Kühe züchten. Wie wir das mit den Kühen machen, weiß ich allerdings noch nicht. Ich denke mal, ich werde hier oben vielleicht einen Stall mit hinbauen und werde die Kühe dann hier hochlocken. Hm? Ja, ich denke, dass ich irgendwas in dieser Richtung machen werde. Du. Oh. Scheiße. Ja, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ich habe richtig Scheiße gebaut. So wie ich das Haus hier ursprünglich geplant habe, kann ich das jetzt gar nicht machen. Muss ich mal gucken, dass ich hier ein angeschrägtes Dach noch mit dran klatsche oder so. Mal gucken, wie wir das machen. Ja, das mit dem Dach, das wäre nämlich doof gewesen. Das wäre hier so ein L-Dach geworden eigentlich. So, wo haben wir... Haben wir Eimer dabei? Natürlich haben wir Eimer dabei, aber hier drinnen, ne? Da sind die Eimer, jawohl. So, die Erde machen wir mal weg. Ein Eimer reicht. Und ich glaube, die Mixing Bowl brauchen wir dafür, oder? Oder brauchen wir den Pot dafür? Nehme ich hier mal den Pot und wo ist die Mixing Bowl? Chestnut. Habe ich die überhaupt gemacht? Hier ist frische Milch. Mixing Bowl, da ist sie doch. So, unser Inventory ist schon wieder rappelvoll. Zack. Zack. Und wenn ich jetzt den Pot dazu mache, der ist es natürlich nicht. Dann müsste sie Mixing Bowl auch nicht. So, wenn ich das jetzt so mache. Und wo ist jetzt die Kaffeebohne? Da ist er. So, Mixing Bowl? Nein. So. Achso, das ist die Mixing Bowl. Ist es auch nicht? Scheiße, was war denn das? Womit habe ich hier nochmal Kaffee machen können? Ich will einen Kaffee trinken, verdammt. Heavy Cream brauche ich nicht. Zucker mit rein? Nee, Zucker dürfte es auch nicht sein. Skilled hier, so eine Soßenpfanne nehme ich mal. Mixing Bowl ist es ja eh nicht. Skilled. Das Ding hier. Was ist denn eigentlich, wenn ich es hier reinmache? Das ist ja das, nee, das Cutting Board, das bringt mir nichts. Wenn ich jetzt hier die Bohne reinklatsche und das Wasser, da passiert hier gar nichts. So. Muss ich die brennen? Oh. Ich brauchte, glaube ich, gar kein Wasser. Der Kaffee wird auf dem Ofen erstellt, wie es aussieht. Jawohl, frisch gebrühter Kaffee. Dann können wir den Scheiß hier wieder reinschmeißen. Und das Wasser auch dazu. Das brauchen wir später für andere Sachen. Und dann werden wir jetzt gleich erstmal unser schönes Käffchen trinken. Ich freue mich darauf. So.
Wo ist denn die Sonne jetzt? Ach, guck mal, hier ist schon bald Mittag. Oh, oh, wie liebevoll ist das denn? Sogar mit einem kleinen Wölkchen oben drüber. Ach, schön ist das. Jo. Setzen wir uns jetzt hier mal auf die Kiste drauf. Upp. So. Und trinken gemütlich unseren Kaffee. So. Ah, schön ist das. So. Kaffee getrunken. So ein bisschen Spaß muss ja sein. Aber ich bin gerade schockiert, dass wir gleich schon wieder essen müssen. Habe ich noch Käse? Habe ich noch Käse? Sieht hier jemand eine Käsebar? Nee, nee, wir haben keinen Käse mehr. Dann müssen wir nochmal Käse erstellen. Gott, womit war denn das? War das mit dem Pot oder dem Mixing Bowl oder einfach so? War das einfach so? Nee, ne? Ach, warte mal, das gibt frische Milch mit Salz. War das mit Salz oder war Butter mit Salz? Scheiße. So, wenn ich das jetzt... Muss ich das hier drauf machen? Nee, das war nicht da drauf. Mixing Bowl, Pot, irgendwas, Bowl? Nee, Quatsch, Bowl ist es nicht. Mixing Bowl. Alter, das wird noch 1000 Jahre dauern, bis ich hier mal halbwegs durchblicke, wie ich die ganzen Rezepte machen kann. Jawohl, hier haben wir Salz. Ein Salz haben wir. Ne? Ein Salz ist besser als kein Salz. Und wo haben wir jetzt die Milch hingetan? Hier ist die Milch. Bowl? Jawohl, das gibt Käse. Käse, immerhin. Käse ist immerhin schon mal immer gut, würde ich sagen. Käse ist immer gut so. Alter, mein Deutsch ist halt für den Arsch. Naja, macht nichts. So. Hatten wir nicht noch irgendwo Butter gehabt? Wo ist die Butter hin? Ich weiß, dass wir nicht alles verbraten haben, oder ich bin mir... Ach, hier oben haben wir noch Salz, natürlich. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir nicht alles verbraten hatten. Habe ich das falsch einsortiert? Nee. Verdammt. Aber Butter brauchten wir noch dafür, ne? Wenn ich das jetzt mal hier oben hinschmeiß. Ach komm, das machen wir jetzt mal anders da. Wir gucken jetzt hier einfach mal. Cheese. Grilled Cheese. So, dafür brauchen wir noch Butter, Brot und die Pfanne. So, wie stellen wir Butter her? Butter brauchen wir Salz, Heavy Cream und die Soßenpfanne. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Salz haben wir noch. Heavy Cream haben wir auch noch. Und das hier nervt mich, dass das immer ausgeblendet wird, was nicht eingegeben ist. Alter. Also. Soßenpfanne haben wir hier. Ich glaube, ich muss mal meine Taschen leer machen. Obwohl, warte mal kurz, hier, das kann dahin. Haben wir noch irgendwas anderes zu essen? Nee, ne? Hm, verdammt. So, Soßenpfanne haben wir hier. Die Heavy Cream haben wir da. Die kann ich aber nicht mehr mit aufnehmen. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz so zack machen und, hier haben wir das Eisenerz. Das wird da reingemacht und hier kommt die Dinger, machen wir auch da rein. Dann wird das jetzt vorübergehend erstmal unser Plünderbeutel. So, der Scheiß kann jetzt mit da rein. Und die Bowl, haben wir die noch? Nee, ne? Also, eine Soßen... Ach, was mache ich denn? Ich muss doch erstmal das Salz hier rausholen. Entschuldigung. Also, wir müssen... Hatte ich hier nicht noch irgendwo Heavy Cream gehabt? Ich werde langsam alt, senil, vergesslich und alles andere auch noch zugleich. Also. Hier haben wir das Zeug. Hier haben wir Salz. Und... die Soßenpfanne ist da. Es wird langsam unübersichtlich. Jawohl, hier haben wir Butter. Haben wir gleich 5 Butter erstellt. Zack. Und... müssen wir jetzt einfach nur das Brot da reinschmeißen? Oder brauchen wir jetzt auch noch die Pfanne? Ach, wir brauchen noch die Pfanne dafür, ne? Jawohl, die Pfanne brauchen wir auch noch. Natürlich brauchen wir die noch. Die Pfanne ist ja was Besonderes. Natürlich will sie mit von der Partie sein. Denkst wohl, wäre es was Besseres, hä, Pfanne? So. Genug geblödelt. Ach, genau, hier ist das Brot noch und... Juhu! Zumindest ein Cheeseburger, der rettet uns schon mal halbwegs über den Tag. Oh, kein Cheeseburger, gegrillter Käse ist das ja, genau.
So, und als nächstes weiter geht's. Da ist der Hammer. Den brauchen wir jetzt vorerst. Ich bin so blöd. Komm schon, du musst hier hin. Zack. 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 Der geneigte Zuschauer fragt sich jetzt, Alter, was macht denn er da schon wieder? Das seht ihr gleich. Wir haben ja jetzt immerhin schon mal den Hammer... Also ich habe ja jetzt schon mal meinen Hammer ausgepackt. Und mit dem werden wir jetzt... Nein, das werden wir nicht tun. Mit dem werden wir jetzt gleich arbeiten. So. So. Und da sind wir jetzt schon einmal drumrum. So, jetzt können wir den da machen. So. 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 Nein, nicht so, sondern so. Das müssen wir jetzt rundrum machen. Ist der jetzt von der Wand getrennt? Jawohl. Die müssen alle von der Wand getrennt sein. Damit das dann halbwegs gescheit aussieht. So. So. Und die werden dann hinterher natürlich noch schön verkleidet. So. Ich habe übrigens dieses Grunddesign von einem anderen YouTuber abgeschaut, wo ich jetzt leider den Namen nicht mehr weiß. So leid es mir tut. Das werde ich dann vielleicht nochmal nachtragen. Vielleicht in die Videobeschreibung reinhauen, von wem ich das hier abgeguckt habe. Also nur dieses Deko-Element-Zeugs. Eigentlich alles. Die Grundidee, sage ich mal. Wie ich überhaupt darauf kam, dass ich jetzt so ein Mittelalterhaus machen möchte. So, nur falls er hier zuguckt und dann scheißt er mich an, dass ich hier sein Zeug nachmache. Nein, natürlich nicht. Es wird auch nicht eins zu eins nachgemacht. Also ich glaube nicht, dass er ein Haus hier in der Form hat. Also ich habe zumindest keins gefunden. Aber das Grundprinzip ist ähnlich. So. Es wird schon wieder dunkel, Alter. Verarsch mich doch nicht. Es wurde gerade eben erst dunkel, oder? Ja, Salenzer nickt auch. Verdammt. Oh, so. Da sind wir jetzt frisch aufgestanden, frisch ans Werk. Jetzt wollen wir mal gucken. Ach so, die Treppen, die müssten ja gehen wie alle anderen Treppen auch, oder? Wenn ich das Ding jetzt nehme, zack, zack. Ach, was mache ich denn hier? Zack. Mache ich einfach mal den da und dann teilt sich der Scheiß hier schon selber auf. Naja, nicht so ganz. Aber 32 sollten hoffentlich reichen. So? Nein. So? Ja, der Scheiß, der dreht sich jetzt natürlich in alle Richtungen, nur nicht in die Richtung, in die er soll. Also so von alleine. So, so. Und ich werde die Aufnahme hier auch gleich beenden, wenn ich das hier soweit habe. Also ich werde den Mist hier gleich noch verkleiden. Und dann werde ich die Aufnahme beenden, da ich habe ja schon angekündigt, ich mache nur eine kurze Aufnahme. Habe ich das angekündigt? Ich weiß es gar nicht. Also ich wollte generell nur eine kurze Aufnahme machen. Da ich das heute auch noch alles schneiden und wegrendern muss und ich das 12-Stunden-Problem immer, 10 bis 11 Stunden-Problem beim Rendern immer noch habe, da von der letzten Aufnahme noch rund 15 Minuten übrig sind, denke ich, auch wenn ich hiermit die Renderzeit wieder geregelt bekomme, wird es dann trotzdem 8 Stunden dauern morgen das Video. Also das Video, das jetzt am, was haben wir heute? Heute ist der 1. April hier, die Aufnahme. Das Video, das am 2. April kommt. Scheiße. Das Video, das... Ach, was mache ich eigentlich? Das war doch richtig, ich blöder Idiot. Naja, mach mal später. Das Video, das am 2. April kommt, das muss noch rendern jetzt über Nacht. Und das wird auch nochmal mindestens 8 Stunden dauern zu rendern und dann hoffentlich wieder nur 3 Stunden pro Video. Ja, das hört sich an wie Banjo-Kazooie, glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, was das ist. Ich kann auch gerade gar nicht so wirklich auf dem Windows Media Player drauf lunzen, da ich ihn nicht sehe. Verdammt. Andersit, haben wir nochmal den 30er-Stack irgendwo? Andersit Cobblestone? Andersit...
So, mache ich das jetzt hier mit Underseed Cobblestone? Was würdest du sagen, Salencia? Liebe Salencia, was würdest du sagen? Diese Verkleidung, die ich hier habe, mit diesem Brickstone machen oder mit dem Cobblestone?